Oh, ich hoffe total, dass wir diese Deutscharbeit heute nicht zurückbekommen. Hoffentlich erst nach Weihnachten. Ich will die nicht haben. Oh, bei mir ist die Arbeit auch voll schlecht gelaufen. Nach Weihnachten, das wäre gut. Hoffentlich nicht heute. Ich habe eben auch auf den Vertretungsplan geschaut und sie ist nicht krank. Wenn wir die Arbeit vor Weihnachten noch zurückbekommen, dann kriege ich auf jeden Fall keine Weihnachtsgeschenke. Och, Leute, stellt euch doch nicht alle so an. Das Thema war doch super einfach. Wir haben bestimmt alle eine gute Note. Ach, Hanna, das sagst du doch jedes Mal. Und dann bist du die Einzige, die wirklich gut war. Und alle anderen waren schlecht. Also Hannah, normalerweise will ich Pia ja nie zustimmen, aber in dem Fall hat sie recht. Immer sagst du, dass du eine Arbeit schlecht geschrieben hast und kriegst dann eine Eins. Und bei uns sieht's dann irgendwie ein bisschen anders aus. Oh ja, Hanna, du hast gut reden. Du schreibst doch immer eine Eins. Ich wette, du hast wieder eine Eins geschrieben. Eine Eins wird's vielleicht bei mir jetzt heute nicht. Ich glaube, bei Aufgabe 3b, da habe ich einen kleinen Fehler eingebaut. Aber selbst wenn es eine 2 plus ist, ist doch okay. Und ihr habt bestimmt auch alle ganz gute Noten. Das wird schon. Und außerdem, wer hat gesagt, dass wir die Arbeit heute wiederkriegen? Bleibt mal ruhig. Ich hoffe wirklich, dass wir sie nicht zurückbekommen. Ich drücke die Daumen, dass es nicht heute ist. Guten Morgen, Kinder. Ich bin ein bisschen zu spät. Tut mir leid, aber wir legen direkt los. Oh nein, das sind unsere Hefte. Wo sind die Sie hat Arbeiten? die Sachen dabei. Mist. Oh Mann, ich werd ganz nervös. Eigentlich, oh, ich hab mir eigentlich eine PlayStation zu Weihnachten gewünscht, aber mit der Arbeit wird das nie was. Ja, Kinder, wir fangen auch direkt an. Es gibt heute die Deutscharbeiten zurück, die Klausuren. Und ja. Kann ich was sagen? Hallo, hier. Hanna, jetzt gerade nicht. Wir reden später nochmal. Mit dir wollte ich sowieso nochmal sprechen. Also, erstmal, das Ergebnis ist durchwachsen. Also, einige waren ganz gut, die anderen weniger. Und manche Sachen haben mich doch wirklich ein bisschen verwundert. Oh Mann, nein, das ist wirklich eine 6 diesmal. Also ich merke schon, ich glaube, das war indirekt an mich gerichtet. Oh Mann! Ach, Dave, bleib ruhig. Aber Nein, das ist eine 6, warum will sie denn 100%. mit mir reden? Vielleicht habe ich die beste Arbeit der Klasse und habe eine 1 plus geschrieben? Hanna, ich hätte das gerne, dass du nach der Stunde dann zu mir kommst. Dann unterhalten wir uns nochmal unter 4 Augen. Was sie wohl will, vielleicht soll ich irgendwie mal ihre Vertretung machen, wenn sie nicht da ist, weil ich das Thema so gut verstanden habe. Na gut, Kinder, ihr seid sicherlich auch alle schon sehr gespannt, wie die Klausur ausgefallen ist. Und jetzt kriegt ihr eure Arbeiten zurück. Oh, mach du Oh zuerst Mann, nein, ich kann auf. nicht, mach du. Ich trau mich nicht. Hanna, willst du nicht vielleicht reinschauen? Also ich möchte das nicht sehen. Also ich habe mich schon von Gedanken verabschiedet, dass ich eine PlayStation bekomme. Aber ich glaube noch nicht mal eine Xbox wird das. Oh, Dave, du Nein, übertreibst. das ist eine 6. Oh ja, juhu! Eine 2 plus, damit hätte ich niemals gerechnet. Oh Mann, eine 3 plus, da habe ich mich ja sogar verbessert zum letzten Mal. Wow! Hey, Glückwunsch! Und guck mal, Dave, du hast bestimmt auch eine gute Note. Alles gut. Also, wenn die jetzt schon so. Ich weiß nicht. Naja, gut, okay. 3, 2, 1 und. Boom! 1 minus! Ich hab 1 minus! Damit hab ich ja gar nicht gerechnet! Also, mit einer 1 minus, da kann ich mir sogar noch ein Spiel oder mehrere Spiele kaufen! Oh, klasse! Ach, Dave, bei dir habe ich mich wirklich super doll gefreut. Herzlichen Glückwunsch, das hast du verdient. Eine tolle Arbeit. Siehst du, Dave, diesmal bist du auch mal so gut wie ich. Vielleicht haben wir heute sogar die gleiche Note. Was, eine 5 minus? Ist das meine Arbeit? Das kann doch gar nicht sein. Frau Martin, also bei meiner Arbeit passt, glaube ich, irgendwas nicht. Also ich habe die Punkte zwar schon nachgezählt, aber irgendwas muss da nicht stimmen. Wow, wow, wow. Warte mal. Hanna, du hast ja wirklich eine 5 minus. Also, das habe ich ja noch nie erlebt. Was, Hanna? Du hast eine 5 minus? Oh Mann, so schlecht warst du ja noch nie. Schlechter als wir alle. Oh ja, das kann doch gar nicht sein. Ich dachte, ich hätte die Arbeit voll gut geschrieben. Ich habe euch das doch sogar vorher noch erklärt. Also irgendwie kann da was nicht stimmen. Sie haben bestimmt meine Arbeit verwechselt, weil ich habe richtig viel gelernt und ich habe das auch den anderen vorher noch erklärt und ich habe das auch alles nochmal nachgelesen in den Büchern und das kann irgendwie nicht stimmen. Warum denn eine 5 minus? Das passt doch gar nicht zu mir. Ach, Hanna, ich war auch total verwundert. Du bist ja sonst eine sehr vorbildliche Schülerin und hast immer gute Noten, aber diesmal, das lag dir irgendwie nicht, das Thema. Also, du hast total am Thema vorbeigeschrieben. Das tut mir wirklich leid, aber nächstes Mal wird es bestimmt besser. Oh nein, eine 5 minus. Das hatte ich noch nie. Mama und Papa sind bestimmt ganz sauer auf mich. Oh Mann, ich bekomme bestimmt keine Weihnachtsgeschenke. Oh nein, so schlecht war ich noch nie. Ach, Hanna, das wird schon. Du weißt doch, ich hatte in der letzten Mathearbeit auch eine 5 minus. Ja, Und. du. Hallo? Oh Hanna, du musst doch jetzt nicht so einen Aufstand machen. Ich hatte auch schon eine 5 minus, schon mehrere. Einmal im Vorlesen und dann noch beim Eckenraten. Das konnte ich auch überhaupt nicht.
Ja, aber wenn ich das meinen Eltern erzähle, bekomme ich bestimmt richtig Ärger, weil ich habe noch nie eine 5 minus mit nach Hause gebracht. Ich bringe doch sonst nur mal Einsen und vielleicht 1 minus oder mal 2 plus mit. Hey, Mama. Hallo, Hanna. Na, habt ihr heute schon eure Deutscharbeit wiederbekommen? Oh Mann, woher weiß sie das? Die fragt doch sonst nicht, ob ich Arbeiten wiederbekommen habe. Sonst vergisst sie das immer. Bestimmt erst nach Weihnachten bekommen wir die wieder. Oh nein, jetzt habe ich auch noch gelogen. Ich bekomme bestimmt richtig, richtig viel Ärger. So wie Julian sonst immer. Obwohl, Julian, wie macht er das eigentlich immer? Wie vermeidet er das, Ärger zu bekommen? Ich frage ihn mal. Seltsam. Also normalerweise ist Hanna immer noch für einen kleinen Plausch zu haben. Sie erzählt mir von ihrem Tag, wie es in der Schule war, was sie alles so gemacht hat. Und jetzt hat sie es wirklich eilig gehabt. Du, Julian, du bekommst ja immer Ärger, ne? Also ja. Ziemlich häufig. Ja. Und manchmal machst du doch dann irgendwas, um nicht so viel Ärger zu bekommen. Was machst du da? Du, Hanna, also das habe ich über Jahre gelernt. Also das ist eine richtige Kunst. Ich glaube, dafür brauchst du auch ein paar Jahre. Ich müsste dir das beibringen. Ich habe nämlich eine 5 minus geschrieben in der Arbeit und ich weiß nicht, was ich machen soll. Warte mal. Ich dachte, du gehst noch zur Schule. Was für eine Arbeit? Wo arbeitest du? Oh Mann, Julian kann mir auch nicht weiterhelfen. Ich bin ausgeliefert. Aber ist Hanna nicht noch zu jung, um zu arbeiten? Komisch. Ach toll, wie soll ich das nur machen? Ich kann doch nicht erzählen, dass ich eine 5 minus geschrieben habe. Was sollen die denn von mir denken? Hanna, ist alles in Ordnung bei dir? Du warst vorhin so schnell weg. Ich weiß nicht. Also, ja, Mama, ich muss dir was erzählen. Was ist denn? Ist irgendwas in der Schule passiert? Hast du dich mit Dave gestritten oder vielleicht mit einem Lehrer in die Haare gekriegt? Nein, Mama, ich habe eben gelogen. Wir haben die Deutscharbeit trotzdem doch zurückbekommen. Und ich habe eine 5 minus. Oh, okay, eine 5 minus? Also das wundert mich jetzt wirklich, Hanna. Du bist doch sonst immer so gut in der Schule. Aber das kann mal passieren. War wahrscheinlich nur ein Ausrutscher. Kopf hoch. Wie wirklich, Mama? Bist du nicht sauer auf mich? Nein. Hanna, man kann doch nicht immer gut sein. Das geht nicht. Man hat auch manchmal schlechte Tage. Und dann haut es halt eben nicht so hin, wie man sich das gedacht hat. Und so ein Tag war wahrscheinlich der Tag deiner Deutscharbeit. Beim nächsten Mal wird's besser. Oh, danke, Mama. Und weißt du, was richtig cool ist? Was die anderen denn? Haben alle richtig gute Noten bekommen. Dave hat sogar eine 1-. Ach, siehste, darüber kann man sich auch freuen. Also, wenn du Hilfe brauchst in der Schule bei irgendwelchen Tests oder so oder bei einem Diktat, was auch immer, dann frag mich. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Oh, jetzt fühle ich mich gleich viel besser, jetzt wo ich es gesagt habe. Und es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Ich war irgendwie echt sauer und enttäuscht über die Arbeit. Ach, Hanna, zerbreche darüber nicht den Kopf. Es ist zwar nicht schön, aber wie gesagt, ich glaube, das war nur ein Ausrutscher. Beim nächsten Mal ist es wirklich besser. Aber für dich wird es diesmal wahrscheinlich ein bisschen komisch sein. Du musst wahrscheinlich eine riesenlange Berichtigung darüber schreiben. Oh nein, da habe ich doch gar nicht dran gedacht. Toll, sonst bin ich immer in 5 Minuten fertig. Du, Mama. Ja, Mama, was ist denn? Wusstest du das? Hanna eigentlich arbeitet? Wo arbeitet die denn? Arbeiten? Ach Julian, ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Hey, dann will ich aber auch arbeiten, dann kann ich mir was dazu verdienen. Nein. Hey Leute, was macht ihr denn? Hey. Oh toll, keiner will irgendwie mit mir heute reden oder spielen. Hey Kira, komm schon. Vor einiger Zeit sah das hier noch ein bisschen anders aus. Da war ich ständig im Bällebad und hatte hier die Macht. Und jetzt ist Andrea ständig hier im Bällebad. Oh Mann. Toll, und Sarah und Steve, die spielen auch schon die ganze Zeit in der Turnhalle. Aber mich bemerken tut ja auch nicht, oder? Die hören mich noch nicht mal. Hey Julian, wollen wir zusammen spielen? Toll, keiner will mit mir spielen. Außer Ashley natürlich, die will aber irgendwie mit jedem spielen und auf die habe ich jetzt keine Lust. Die sagt mal, dass ich süß bin. Das weiß ich selber. Unfassbar, jetzt bin ich hier wirklich alleine in der Spielküche und oh Gott, oh nein. Das heißt wohl Tee trinken und abwarten. Ach hallo Julian, na? Spielst du hier so alleine? Du siehst so bedrückt aus. Du, Brigitte, ich bereite mir hier gerade ein bisschen Essen und was zu trinken vor. Möchtest du vielleicht auch was? Oh Mann, so weit was ist es schon gekommen. Was gibt's denn heute? Kochst du was Leckeres? Gute Frage. Julian, mach uns doch beiden einen Tee. Das fände ich schön, da können wir uns entspannen und reden und uns schön aufwärmen. Julian, wie geht's dir denn überhaupt? Geht's dir gut? Du siehst irgendwie ein bisschen traurig ja, aus. Ja, eigentlich schon, aber ich weiß nicht, heute ist irgendwie komisch. Weißt du, was ich jetzt bräuchte? Weißt du noch, wo Onkel Stefan hier diese Rutschen aufgebaut hat? Das wäre jetzt richtig gut. Ja, das würde mir richtig gut tun, glaube ich. Ach Julian, das war nur eine Ausnahme. Wir können ja nicht jeden Tag die Kita in einen Freizeitpark verwandeln. Aber wenn du irgendwelche tollen Ideen hast, was wir hier machen können oder spielen können, dann immer her damit. Also ganz ehrlich, Brigitte, ich hätte auf jeden Fall schon da einige Ideen. Okay, also wenn das nicht zu kompliziert ist und wir das hier uns leisten können, dann kannst du gerne ein bisschen frischen Wind reinbringen in die Kita. Also wenn sie es jetzt schon so sagt. Also ich glaube, ich werde ein paar Bälle hier verteilen in der Kita, aus dem Bällebad raus. Das wäre doch eine super Idee. Ich glaube, das würde mich wieder, da hätte ich wieder gute Laune. Ach Julian, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, du bringst hier frischen Wind rein und bringst nicht alles durcheinander.
Nicht, dass hier noch jemand auf den Bällen ausrutscht. Nein. Du musst du wirklich wieder einräumen. Oh Mann. Ja gut. Aber weißt du was? Ich habe da noch eine Idee. Aber die erzähle ich dir jetzt noch nicht. Vielleicht später. Okay, aber hier hast du schon mal den Handfeger. Damit kannst du jetzt schon mal hier alles wieder aufkehren und zurück ins Bällebad tun. Haha, wenn Brigitte wüsste, was ich für eine Idee habe für morgen. Aber das muss ich jetzt erstmal abklären. Hey, guten Morgen, Brigitte. Morgen, weißt du was, heute ist ein richtig guter Tag. Richtig guter Tag, aber es würde besser werden, wenn du mir vielleicht aus dem Weg gehst. Hm? Ja, also das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern, also nicht den ganzen Tag, sondern nur jetzt für eine kurze Zeit, weil ich hatte ja gestern eine ganz, ganz tolle Idee, die ich dir noch nicht erzählen wollte. Und die will ich jetzt mal machen, deswegen. Bitte einmal weg. Na gut. Am besten gehst du auch nach oben direkt, weil ich habe auch nicht so viel Zeit. Wenn die anderen gleich kommen, das soll eine kleine Überraschung werden. Das wird richtig toll, glaub mir. Das klingt ja aufregend. Oh ja, das ist sogar mehr als aufregend. Aber du musst jetzt nach oben. Los jetzt, ich habe keine Zeit. Also da bin ich ja wirklich mal gespannt, was Julian vorhat. Hoffentlich nicht schon wieder hier die ganzen Bälle verteilen. Ich will ja nun wirklich kein Spielverderber sein. Ich meine, ich bin für jeden Spaß zu haben. Und solange es den Kindern gut gefällt, gefällt's mir auch. Psst, hey. Onkel Stefan, du kannst jetzt reinkommen. Los, Brigitte ist um, die Luft ist rein. So, Julian, hier ist die erste Portion. Ich hole da noch die weiteren aus dem Auto. Klasse. Wobei, Onkel Stefan, kannst du nicht erstmal hier bleiben? Wir können ja erstmal hier den Schleim ein bisschen verteilen. Ja, okay, erstmal den grünen Schleim verteilen und dann hole ich gleich die anderen. Am besten hier, genau, weil dann kann ich vom Schleim direkt ins Bällebad springen. Julian, da drüben kannst du vielleicht noch ein bisschen was verteilen. Da ist noch eine freie Stelle. Oh, das erinnert mich an was. Wir waren ja auch einmal in diesem Schleim- und Kneteland, glaube ich, oder in diesem Schleimpark. Oh Mann, der war richtig cool. Aber vielleicht wird das hier ein eigener Schleimpark hier in der Kita. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist ja wie so ein riesengroßes Trampolin aus Schleim. Oh Mann, oh Mann. Aber ich glaube nur, dass man da drinnen bleibt und nicht wie so ein Trampolin springen kann. Oh, das fühlt sich super an. Das ist ja wie so ein Schleimbett. Oh, da kommt mir was. Ich könnte doch zu Hause eigentlich einen Schleim... Oh nee, da würde Mama wieder schimpfen. So, Julian, ich habe jetzt alle Portionen Schleim verteilt. Ich mache mich dann wieder vom Acker. Viel Spaß euch dann heute. Ja, danke. Oh Mann, das sieht echt toll aus. Aber naja, das mit den Rutschen hat mir eigentlich noch besser gefallen. Mal hören, was Julian später erzählt, wie es den Kindern gefallen hat. So, okay, Brigitte. Also du darfst jetzt wieder nach unten kommen. Aber bitte nicht umkippen, also weil es so cool ist, okay? Ach, da bin ich ja mal gespannt, was du gemacht hast. Und am besten machst du deine Augen zu, okay? Ich helfe dir auch, wenn du die Treppe runtergehst. Ob ich darauf vertrauen kann? Ja, doch. So, okay, Augen auf. Und was sagst du? Was sagst du? Wir haben jetzt hier einen eigenen Schleimpark hier in der Kita. Schleimpark in der Kita? Oh, das ist ja widerlich, das Zeug. Das ist typisch Julian. Tolle Idee. Oh, ekelhaft. Was bitte? Eklig? Ja, also, doch, ja, schon ein bisschen. Aber du weißt doch, wir Kinder lieben das Zeug. Julian, das weiß ich doch. Ich selbst finde die Idee nicht so gut. Vor allem das Saubermachen nachher. Aber ich glaube, den anderen wird's gefallen. Wow, was ist denn hier los? Und was sagst du? Was sagst du? Was sagst du? Oh, Julian, hast du das alles gemacht? Ja, mit Onkel Stefan. Oh, ich finde das richtig, richtig toll. Genau wie im Schleim- und Glimmerland, wo wir mal zusammen waren. Na, klasse. Also Sarah gefällt es schon mal sehr, sehr gut. Und ich habe dir doch gesagt, das fühlt sich an wie so ein Schleimbett, oder? Das ist echt hier meine Lieblingsstelle. Hey, sag mal, habt ihr das hier reserviert? Weil da will ich auch hin. Leg dich doch einfach hin, Steve. Das ist ein Schleimtrampolin. Nein, leg dich einfach zu uns. Ja, gut. Oh Mann, ich liebe Schleim. Ich werde mir erstmal ein Schleimkleid basteln. Auf drei springe ich ins Bällebad. 1, 2, 3. Ich muss sowas von auf Klo und jetzt stecke ich hier im Schleim fest. Oh, war ja klar, ich hoffe, ich mache mir nicht in die Hose. Also eigentlich ist die Idee echt super. Julian hatte recht, die Kinder sind wirklich begeistert. Also Julian, du hattest die Idee hierfür? Das ist ja richtig gut. Ja, finde ich auch. Also es ist wieder mal ein richtig cooler Tag hier in der Kita. Ja, das finde ich auch. Guck mal, Emma, was ich gebastelt habe. Für Weihnachten. Was ist das? Bist du gefesselt? Nein, das ist eine Girlande mit Tannenbäumen. Ach so. Oh, das ist aber schön, Hanna. Wie hast du das bloß gemacht? Einfach nur mit Papier und Schere. Wenn du willst, kann ich dir beibringen, wie das geht. Dann können wir vielleicht das ganze Haus dekorieren. Oh ja, komm, wir gehen in dein Zimmer. Das wird richtig toll. Überall Girlanden. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich kann gar nicht hinsehen, aber irgendwie muss ich da hinsehen, weil das ist so hässlich. Wie das wollt ihr hier? Ihr wollt das Haus damit dekorieren? Wir wollen das ganze Haus damit dekorieren. Oh Mann, oh Mann. Johann hat einfach gar keine Ahnung von sowas. Er weiß überhaupt nicht, was schön ist. Also, mir macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß. Komm, wir machen noch mehr davon. Emma, also du faltest einfach das Papier so hin und her und dann schneidest du ein bisschen was weg. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt sollen wir das auseinanderfalten? Ja, genau, einfach auseinanderziehen. Oh, das ist ja super geworden. Hast du gut gemacht, Emma. Pia, da staunst du, was wir können. Wir werden alles dekorieren und wenn du willst, werden wir auch deinen Stall dekorieren. Ach, hallo ihr beiden, was macht denn ihr hallo, hier? Hallo Mama, wir basteln.
Oh, das finde ich ja toll. Bastelt ihr für Weihnachten? Ja, genau. Wir wollen das ganze Haus dekorieren. Tolle Idee. Wir haben ja noch gar nicht damit angefangen. Das macht so Spaß, Mama. Bald ist ja auch schon der erste Advent, also müssen wir wirklich einen Zahn zulegen mit der Weihnachtsdeko. Okay, Mama, wir machen ganz viel Weihnachtsdeko, aber dafür brauchen wir jetzt unsere Ruhe, also tschüss. Okay, okay. Ihr seid ganz schön fleißig. Finde ich ja toll. Also, wenn ihr mich sucht, ich bin unten. Ihr beiden, ihr kommt mir ja vor wie richtige Weihnachtswichtel. Emma, ich habe noch eine Idee. Ich gehe mal runter in den Keller. Vielleicht haben wir da noch Klebeband. Dann können wir damit unsere Girlanden ankleben. Gut, Hannah, und ich bastle noch ein paar von diesen Girlanden. Oh, ich habe dieses tolle rosane Klebeband gefunden. Damit können wir alles bekleben. Vielleicht noch ein paar rosane Streifen. Vielleicht können wir noch ein paar Sterne daraus ausschneiden. Das wird richtig, richtig toll. Hannah, wirklich, dein Ernst? Wobei, nee, das wundert mich jetzt gar nicht. So ein hässliches Band, ach, das passt. Viel Spaß damit. Oh Mann. Die haben sowas von keine Ahnung, wie man hier das Haus dekoriert. Also wenn ich das machen würde, ich würde das viel, viel besser hinbekommen. Guck mal, Emma, was ich gefunden habe. Rosanes Klebeband. Ist das nicht schön? Oh, wow, da können wir ja noch ganz andere Sachen mit basteln. Jetzt haben wir echt schon einen ganzen Haufen. Lass uns doch mal anfangen, ein paar Sachen anzukleben. Dann können wir später noch ein bisschen was nachbasteln. Oh, ich finde, das sieht toll aus. Das passt auch gut zu der Treppe da mit dem Grün, mit den Tannenbäumen. Ja. Ich klebe direkt hier drunter noch eine an. Dann haben wir die ganze Treppe schön verziert. Und wo machen wir dann weiter? Also hier passt diese Girlande wirklich super hin mit dem Grün. Passt echt perfekt. Bin begeistert. Ich glaube, ich tue es. Ja, ich mache es. Julian, der Innendesigner. Also ich krieg das auf jeden Fall hin. Das wird hier das schönste Haus über Weihnachten. Oh, die haben doch keine Ahnung, wie man das macht. Aber wo finde ich denn die ganzen Sachen? Ah, natürlich in der Küche. Wo denn sonst? So, perfekt. Genau dahin. Da kommt jetzt so eine schöne Weihnachtspfütze hin. Damit auch jeder weiß, okay, mein Fuß ist nass und es ist Weihnachten. Oh, perfekt. Oh, klasse. Genau so wollte ich es haben. Das ist ja schon so ein kleiner Weihnachtsfluss hier durchs Haus. Oh Mann, das wird sowas von super. Also das nicht nenne ich Dekoration hier. Aber was könnte ich denn noch machen? Ah, da kommt mir eine Idee. Also so mit Werkzeugen, damit kann man ja nicht nur arbeiten, ne, sondern man kann es zum Beispiel auch hier in diese Pflanze stecken. Dann ist es eine tolle Deko. Oh Mann, ich bin sowas von gut. Aber irgendwas fehlt hier noch. Ah, natürlich. Oh, wie gut das aussieht und so richtig geheimnisvoll. Da haben wir ein paar Löffel und ein Messer oder mehrere, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie könnte ich das denn nur nennen? Ich nenne das Julians Besteckkette, ja. Und vielleicht finde ich ja noch ein paar Blätter draußen und die reiße ich dann ab oder vom Boden und die verteile ich dann hier. Dann ist das wie draußen. Und oh Mann, wenn es noch schneien würde, dann würde ich Schnee hier reinholen. Oh, ich muss sagen, das sieht so toll aus, ich muss schon fast weinen. Oh Mann, ey, das ist sowas von cool. Und das ist Julians Geniestreich. Ich habe hier einen eigenen Weihnachtsbaum gebaut mit Tellern und Gläsern und Flaschen. Oh Mann, ich bin so ein Genie. Und was könnte ich hier mit den Stühlen machen? Wobei, das könnte doch eigentlich auch so bleiben, oder nicht? Julian, wie sieht's denn hier aus? Julian, was hast du hier gemacht? Warum sieht's hier so chaotisch aus? Das ist echt furchtbar geworden. Aber Mama, bitte? Bitte was? Also du hast ja auch gar keine Ahnung von schöner Dekoration, oder? Guck dir das mal an, das ist ein Meisterwerk. Also ich glaube, Leute aus ganz woanders werden hier hinkommen und sich das anschauen wollen. Also wieso hast du denn hier Limonade auf den Boden geschüttet? Und was macht das ganze Besteck und die Stühle hier? Das ist einfach nur Chaos. Wir wollen als nächstes hier die Girlanden aufhängen. Was ist denn hier denn aus? Passiert? Hey Leute, ich bin von der Arbeit ein bisschen früher. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Ist irgendwas passiert? Wurden wir ausgeraubt oder so? Ihr habt doch gar keine Ahnung. Das ist richtige Dekorationskunst. Ich sollte das beruflich eigentlich machen. Ihr habt keine Ahnung. Julian, das soll Dekoration sein und unsere Girlanden aus Papier findest du hässlich? Das sieht aus, als wenn ihr eine Bombe eingeschlagen hätte. Ja, das sagt die Richtige. Guckt euch mal diese Papierdinger an. Von wo habt ihr die? Vom Müll oder so? Oder das sieht doch voll doof aus. Oh, da lässt man den Jungen 5 Minuten aus den Augen und dann sieht die Küche aus wie... Keine Ahnung. Einfach nur... Also, was ich nicht verstehe, sind diese Stühle hier. Warum liegen die denn hier so... Also, da muss man doch drauf sitzen, oder nicht? Und da tue ich mir doch weh, wenn ich mich jetzt hier drauf setze. Papa, vorsichtig. Mein Weihnachtsbaum, siehst du das nicht? Das ist Julians Weihnachtsbaum. Oh Mann, ey, du hast auch keine Ahnung, Papa. Und das habt ihr auch noch gar nicht gesehen, oder? Weil wenn ihr das gesehen hättet, dann hättet ihr gesagt, ja, Julian, also die Dekoration ist richtig schön. Hier, die Zange in der Pflanze, besser geht's doch gar nicht. Und nicht so ein komisches Zeug, was ihr habt. Also was soll das denn sein und das soll schön aussehen? Verstehe ich nicht.
Ach Mann, wir wollten eigentlich die Küche dekorieren, Julian. Und jetzt ist ja überall dein Zeug. Also, das hat auf jeden Fall wieder bewiesen, dass wir das mit der Deko besser selber machen. Also, das Thema Deko ist zwar gar nicht mein Ding, aber ich glaube, das hätte ich ein bisschen besser hinbekommen als Julian. Also, zumindest das hier mit den Stühlen. Was soll das überhaupt? Das verstehe ich nicht. Und Julian, was machst du heute noch? Also, heute... Also, eigentlich was ziemlich Besonderes, weil Oma und Opa, die holen mich heute von der Kita ab. Ich glaube, das haben die bisher noch nie gemacht. Schatz, bist du dir sicher, dass das die richtige Kita hier ist von dem kleinen Julian? Oh, hallo. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Also, wir wollen unseren Enkelsohn heute abholen. Den Julian. Sind wir hier denn richtig oder ist das die falsche Kita? Julian! Julian, deine Großeltern sind hier, um dich abzuholen. Hallo Oma und Opa. Na, alles klar? Oh, ganz ruhig, Julian. Ich habe Rückenprobleme. Hallo Oma. Hallo Julian, mein Kleiner. Alles gut? Julian, hast du denn alles? Hol doch mal deinen Rucksack und deine Brotdose. Ach so, ja, okay. Oh Mann, was sehe ich denn da? Also das gab's zu unserer Zeit noch nicht. Hallöchen, junge Dame. Kannst du mir vielleicht erklären, was das hier sein soll? Na, das ist ein Bällebad. Gehen Sie doch mal da rein, das macht ganz viel Spaß. Ich weiß ja nicht. Ich bin übrigens Sarah, eine Freundin von Julian. Hallöchen, Sarah. Meinst du wirklich, dass ich das mal versuchen sollte? Hey, Opa, sei vorsichtig, sei vorsichtig. Peter, komm da raus. Hi, Mama. Da seid ihr ja, Mama und Papa. Und Julian habt ihr auch mitgebracht. Ach ja, den Peter, den hätten wir beinahe in der Kita gelassen. Der hat dieses Bällebad da entdeckt. Sehr interessantes Ding. Also ich wollte eigentlich gar nicht mehr raus. Wirklich, Papa? Oma und Opa, da seid ihr. Meine kleine Prinzessin. Ach, die kleine Emma. Hallo. Na, komm mal bei der Oma auf den Arm. Und, ärgerst du schön deinen Bruder, wie ich dir gesagt habe? Auf jeden Fall, Opa. Opa, was? Wie bitte? Du hast Emma gesagt, sie soll mich ärgern. Nein, Julian, das hast du etwas falsch verstanden. Oh Gott, ich weiß nicht. Claudia, wie geht's dir denn? Also mir geht's super. Oh, schön, schön. Also, wir hätten was vor mit den Kindern. Hättest du was dagegen, wenn wir sie gleich ein bisschen mitnehmen? Auf gar keinen Fall, ihr könnt sie gerne haben. Also mir ist das vollkommen recht. Dann habe ich ein bisschen Zeit, hier den Haushalt zu machen und ein bisschen Zeit für mich alleine. Ach, sieh mal an, der Herr Schwiegersohn. Grüß dich, Martin. Ach, hallo Peter, grüß dich. Na, alles gut bei euch? Ja, natürlich, natürlich, außer mein Rücken. Ich hab Rücken. Na, Annegret, wie geht's dir so? Ach, hallo Martin. Oma, jetzt lass mich endlich runter, ich bin doch viel zu schwer für dich. Hallo Oma und Opa, ihr seid ja schon da. So, Kinder, habt ihr Lust, in den Tierpark zu gehen heute? Ja! Oh ja, klasse, klasse. Ja, ihr habt's gehört, Claudia und Martin. Dann, wir sind im Tierpark. Dann viel Spaß euch. Ja, danke. Und benehmt euch. Und, Julian, dass ich nichts höre, ne? Also, keinen Ärger machen. Ach, Martin, Claudia, unsere drei, die sind doch so lieb, die werden uns doch keinen Ärger machen. So, da wären wir. Der Tierpark. Oh, oh so klasse. Tiere. Oh, ich liebe Tiere. Ich sehe Schafe, Schwein, Ziegen. Und ich sehe Steve. Hey, Steve. Hey Julian, grüß dich. Sag mal, dich habe ich ja hier noch nie gesehen. Was machst du hier? Bist du auch hier in den Tierpark? So, Emmerlein, ich habe auch ein bisschen Tierfutter besorgt. Oh. Sollen wir die vielleicht ein bisschen füttern hier? Mhm. Oh, sind die niedlich. Hasen, der sieht fast ein bisschen aus wie Pia, nur in braun. Oma, Oma, komm mal her. Ach ja, schön, schön, Hanna. Hasen und Meerschweinchen. Guck mal, Oma, ist der nicht süß? Ja, sehr niedlich. Emma, nicht so schnell, nicht so schnell. Ich komm doch sonst nicht hinterher. Denk doch an deinen alten Opa. Und ja. Sei bitte vorsichtig mit der Hand. Immer flach, ne? Ich bin ganz lieb mit den Tieren. Hey, Julian, sag mal, weißt du, was letztens hier passiert ist? Da ist jemand auf der Ziege geritten. Wie, jetzt dein Ernst? Auf dieser Ziege? Ja, ja, genau. Traust du dich nicht, ne? Doch, doch, ich trau mich das auf jeden Fall. Aber Julian, sei vorsichtig. Ach, ich muss nicht vorsichtig sein. Komm her, kleine Ziege. Oma, kann ich bitte so einen Hasen haben? Also, ich habe ja schon Pierre und ich möchte noch einen zweiten haben, bitte. Hanna, also das müssten deine Eltern entscheiden. Wir können doch nicht einfach noch einen Hasen mitbringen. Na, was habe ich dir gesagt, Steve? Platz da, hier kommt Julian mit seiner Ziege. Opa, vorsichtig, vorsichtig. Wie bitte, was? Julian, sag mal, sei vorsichtig, bitte. Dafür sind wir aber nicht in den Tierpark gekommen. Oh Mann! Au! Mein Popo! Ach, Julian, mein Junge!
Alles in Ordnung bei dir? Ja, Opa, alles gut, das passiert ab und zu mal bei mir. Hey, Julian, also, das war echt nicht schlecht. Soll ich dir hochhelfen? Ja, danke. Also, mein Lieber, das macht man eigentlich nicht, das weißt du auch. Das ist hier, wir sind hier gerade im Streichelzoo. Aber sag deinen Eltern bitte nichts. Ja, okay. Emma, Emma, wo bist du denn? Wollen wir nicht die Schafe füttern? Peter, was ist denn da passiert? Hat Julian sich wehgetan? Nein, alles gut, alles gut. Ach, du kennst doch unseren Enkel. Oh, du bist so süß, ich nenne dich Flauschi. Hast du nicht Lust, mit mir nach Hause zu kommen? Meine Schwester Hanna hat ein Kaninchen und ich habe noch kein Haustier. Wir haben noch zwei Kaxen, Samira und Simba, aber die sind fast nie zu Hause. Und wenn, dann kümmert sich Mama auch immer viel um die. Aber du kannst direkt bei mir im Zimmer wohnen. Ich bring dich direkt zu Opas Auto, da kannst du dann in den Kofferraum. Oma, jetzt schau doch mal, wie süß der Hase ist. Bitte, 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 darf ich den haben? Bitte. Ach Julian, was wird das denn schon wieder? Schon wieder auf einer Ziege oder welches Tier ist das denn jetzt? Aber Opa, ich bin doch jetzt nur auf einem Ziegenbock. Den wollte ich jetzt auch mal hier probieren, ob ich da draufbleiben kann. Wow. Ach Julian, lass es doch bitte. Warum bist du nur immer so wild? Also, ich war in meiner Jugend auch ziemlich wild, aber so, das weiß ich ja nicht. Ach, Opa, mir passiert schon nichts. Hanna, wir können den Hasen nicht einfach mitnehmen. Ach bitte, Oma, da bist du doch die liebste Oma auf der ganzen Welt. Ach Julian, bitte, komm jetzt runter. Oh, Opa, ja, Mann. Du Peter, sag mal, wo ist denn die kleine Emma? Ist sie nicht bei dir? Also, ich finde hier, der Ziegenbock, der passt noch viel, viel besser zu mir. Und ich bin auch nicht runtergefallen. Also, ich glaube, wir bleiben gute Freunde. Hätte niemals gedacht, dass du so mutig bist. Ja, doch, ich bin mutig, aber... Ja, doch. Peter, ich dachte, die Emma wäre bei dir. Die ist doch noch so klein und sie ist nicht mehr da. Wie ist sie? Verschwunden? Oh, Emma! Oh Gott! Also, war sie nicht noch eben hier mit dem Schaf? Emma! Emma, wo bist du denn? Entschuldigung, junge Dame, aber wo willst du mit dem Schaf hin? Und ich glaube, deine Großeltern suchen dich. Die vermissen dich schon. Oh nein, Peter, was machen wir denn jetzt, wenn Emma weg ist? Das wird richtig Ärger mit Martin und Claudia geben. Hoffentlich passiert dir nichts. Beruhigen Sie sich. Ich habe Ihre kleine Enkelin gefunden. Allerdings war sie gerade dabei, ein Schaf zu entführen, in ein Auto zu stecken. Ach, vielen Dank, junge Dame. Kein Problem. Emma, du kannst doch nicht einfach ein Schaf mitnehmen. Und das Entführen, das muss doch hier bleiben. Oma, bitte! Opa, kann ich bitte diesen Hasen haben? Bitte! Hättest du gedacht, dass das so anstrengend wird mit unseren Enkelkindern? Nein, das hätte ich auch nicht gedacht. Vielleicht fahren wir lieber zurück zu Martin und Claudia. Ja, besser ist es. Hey, Opa, Oma, guck mal, ich bin wieder auf dem anderen drauf. Diesmal schaffe ich's. Wow! Ach Mann, das ist schon so lange her, dass unsere eigenen Kinder so klein waren. Ich glaube, wir sind ganz schön aus der Übung. Oh Mama, kannst du mir mal bitte erzählen, was wir bei dieser Kälte hier am Hafen machen? Wir fahren doch nirgends wohin. Es scheint keine Sonne. Es ist keiner auf diesem Schiff. Was sollen wir denn hier? Oder ist es hier etwa eine Überraschung? Fahren wir schon wieder in Urlaub? Oh, das könnte natürlich auch sein. Nein, Kinder, wir fahren leider nicht in den Urlaub. Wir treffen uns hier mit Tante Maren. Ich weiß auch nicht warum, aber sie ist auf jeden Fall auch noch nicht da. Oh, Maren, reiß dich zusammen. Du musst es Claudia jetzt sagen. Hallo, hier oben. Hallo, Maren. Sag mal, was machst du denn da oben auf dem Schiff? Also, das erzähle ich euch gleich. Kommt erst mal hoch oder Moment, ich hole euch ab. Ich glaube, ich muss sie begleiten bei diesem Schock. Warte mal. Tante Maren, hast du ein eigenes Schiff? Also, ich wusste, ihr seid reich, aber so reich? Das hätte ich niemals gedacht. Oh, wie kann man denn so viel Geld haben, dass man sich ein eigenes Schiff holt? Ich würde mir eine Schokoladenfabrik kaufen. Maren, jetzt mal im Ernst, was ist hier los? Klär mich bitte auf. Ach, Claudia, es ist einfach nur schrecklich und so eine Blamage, aber... Naja, ich erkläre es euch gleich oben. Kommt mit. Wie, nach oben? Wir dürfen jetzt ins Schiff rein, aber der Kapitän ist doch noch gar nicht da und... Dürfen wir das überhaupt? Wie ins Schiff? Was meinst du mit ins Schiff? Ja, gute Frage. Im Winter auf einem Kreuzfahrtschiff, was soll man da machen? Kommt einfach mal mit, ich zeig's euch. Oh Mann, Emma, wir dürfen wirklich auf dieses Schiff. Die hatten da auch so einen Pool und so eine Rutsche. Oh Mann! Julian, warum bist du denn so schnell? Beeil dich, los, ich verlasse dieses Schiff, los! Ich fall noch hin! Ja, also kommt rein, aber bitte erschreckt euch nicht. Wie? Du wohnst hier doch nicht, oder? Wartet da irgendwie jemand anderes auf uns? Doch, Claudia, im Ernst. Wir wohnen hier über den Winter auf einem Kreuzfahrtschiff. Was? Das Schiff legt hier an und wir
sind hier die ganze Zeit im Hafen von Playmobil City auf diesem Kreuzfahrtschiff. Das ist doch nicht dein Ernst. Wie kann man sich so ein Schiff leisten? Seid ihr hier zur Miete? Habt ihr das gekauft? Ich verstehe das alles nicht. Ach, Claudia, lange Geschichte. Also, aus unserer Villa mussten wir raus. Die Gründe musst du jetzt nicht erfahren. Und der Kapitän von dem Schiff hier, das ist ein alter Schulkollege von Mike aus der Grundschule. Und deswegen können wir hier momentan leben. Peinlich. Ach, Maren, Liebling, ich hab dir doch gesagt, sag keinem, dass wir... oh Gott, das ist sowas von peinlich. Ein Kreuzfahrtschiff, im Winter hier in Playmobil City. Peinlicher geht's einfach nicht. Ach, Claudia, Kinder, es tut mir wirklich leid, dass ihr das hier miterleben müsst, aber es geht leider nicht anders. Mike, das ist doch nicht schlimm. Warte mal, Onkel Mike, sag mal, entschuldigst du dich gerade dafür, dass ihr ein Schiff habt? Da hinten ist sogar noch die Rutsche und der Pool, aber da ist auch kein Wasser. Ach so, jetzt verstehe ich, warum dir das peinlich ist. Ja, da ist ja kein Wasser drinne. Gott. Oh Mann, im Winter beim Schiff. Also, schlimmer geht's nicht. Und jetzt kommen auch noch die Familie Vogel. Peinlich. Ein Pool ohne Wasser, das ist sowas von armselig. Also, ja, ich finde das einfach mega peinlich. Und auch von Mama und Papa, ich schäme mich. Hey Nils, hey Tessa, hey Isabel. Sag mal, habt ihr hier gerade, ist das euer eigener Pool hier und euer Schiff? Können wir mal schwimmen gehen? Ja, das ist unser Pool, aber da ist gerade aufgrund von Bauarbeiten kein Wasser drin. Es ist doch egal, da ist doch trotzdem eine Rutsche, wir können auch runterrutschen. Oh mein Gott, was für eine Blamage, Wir sind hier auf einem Schiff und es gibt kein Wasser hier im Pool. Das ist sowas, das ist mir sowas von peinlich. Oh, Nils, du übertreibst schon wieder. Ihr habt hier ein ganzes Schiff und du sagst, das ist dir peinlich? Also, wir haben einen Pool und... Also, okay, da ist Wasser drin. Ja, okay, mir wäre es auch peinlich. Uns ist das so peinlich. Im Winter auf einem Schiff. Wir können uns hier nicht sonnen. Das Schiff fährt nicht. Das steht hier einfach nur rum. Das ist so, Claudia, das ist uns so peinlich. Deswegen hatten wir letztens auch dieses Haus gemietet. Wir wollten euch das nicht antun. Oh Mann, ich schäme mich so. Maren, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Das muss dir auch nicht unangenehm sein. Ihr habt ein ganzes Schiff für euch. Das ist doch super. Ach, Claudia. Wenn du wüsstest, wie wir hier leben müssen. Das ist eine reine Folter. Jeder von uns hat nur zwei Kabinen. Zwei Kabinen. Oh Gott. Und das Badezimmer in diesen Kabinen. Oh nein. Ja, und ich muss meine Kleider hier auf so einem Kleiderständer haben. Ich habe kein eigenes Ankleidezimmer. Furchtbar. Schau mal, so wenig Kleider. Ich musste sogar ein paar Kleider in Kisten packen. Oh, furchtbar. Also, ich verstehe das Problem jetzt nicht. Träume ich gerade oder meint ihr das ernst? Die wohnen auf einem Schiff und beschweren sich darüber, dass sie zu wenig Platz haben? Das soll Spaß machen. Eine Rutsche ohne Wasser und kein Wasser im Pool. Das ist sowas von erbärmlich. Hey Nils, hey, wenn du nicht rutschen willst, also wenn du nicht weg von der Rutsche willst, dann hau ich dich gleich um. Tut mir leid. Aber Isabel, das ist doch ein Pool, warum ist hier denn kein Wasser drin? Aber man könnte auch Sand reinmachen, dann ist es ein Sandkasten. Wegen Bauarbeiten, haben wir doch gesagt. Ich finde das so peinlich. Ich kann das einfach nicht mehr ertragen. Die Familie Vogel macht sich über uns lustig. Jetzt bin ich hier in einer meiner zwei Kabinen und verkrieche mich hier aus Scham vor den anderen. Jetzt weine ich hier in meine seidene Bettwäsche auf meinem Wasserbett, was nur 3.000 Euro gekostet hat. Das andere hatte 5.000 Euro gekostet. Claudia, ich muss jetzt einfach mal zeigen, unter was für Umständen wir hier leben, wie erbärmlich das Ganze ist. Du wirst gleich verstehen, warum wir uns so schämen. Maren, ich verstehe das wirklich nicht. Ihr müsst euch nicht schämen. Also, nicht vor uns. Wir haben viel weniger Platz als ihr. Ach, Claudia, ja, bei euch. Aber stell dir mal vor, du hast ein Sonnendeck und kannst dich da nicht sonnen, weil die Sonne nicht scheint. Was soll man damit, bitteschön? Hey, du, Emma. Was ist? Also, verstehst du eigentlich, warum die so traurig sind? Das ist richtig cool hier. Nicht. Ich find's super. Ja. Ich glaube, ich bleib hier liegen. Also, ich möchte irgendwie nicht aufstehen. Das ist mir hier alles viel zu peinlich. Guck mal, Nils. Ich glaube, Emma und Julian, die machen sich über uns lustig. Ach, das würde ich aber auch. Das würde ich genauso. Guck dir das doch nur mal an. Und das ist jetzt eins deiner Schlafzimmer? Ja. Und damit hast du ein Problem? Mhm. Das ist doch toll hier. Claudia, wie bitte? Das ist toll? Das ist toll? Also, ich dachte, wir können dir vertrauen und du machst dich einfach über uns lustig. Also, das hätte ich von dir nicht erwartet. Claudia, verstehst du nicht, in was für einer schwierigen Situation wir sind? Schwierige Situation? Ihr habt ein ganzes Schiff für euch alleine. So viele Leute seid ihr doch gar nicht. Das ist doch Luxus. Ach, Claudia, du begreifst einfach nicht, in welcher Lage wir sind. Also, wenn ihr das wirklich so schlimm findet, dass ihr hier auf einem Kreuzfahrtschiff lebt, dann könnt ihr gerne für ein paar Wochen bei uns unterkommen. Ich spreche das mit Martin ab, aber ich denke, das sollte gehen. Also wirklich, Maren und Mike, denkt über mein Angebot nach.
Ich meine das ernst. Mama, Papa, also was meinte sie mit Angebot? Ach, es geht einfach darum, dass Claudia uns angeboten hat, bei ihr einzuziehen für ein paar Wochen, aber... Was? Wie bitte? Wie bitte? Niemals! Das können wir nicht machen, Mama, Papa! Also, Maren, Liebling, also tut mir leid, das Angebot ist wirklich sehr, sehr toll, aber da lebe ich doch lieber hier auf dem Kreuzfahrtschiff. Ach, sie meint es doch nur so gut und sie ist ja auch meine Schwester. Vielleicht sollten wir drüber nachdenken. Och, nein, Mama, nein! Du, Mama, darf ich dich mal was fragen? Ja? Also, du hast ihnen ja irgendwas angeboten, ne? Mhm. Was denn? Bitte nicht mein Tablet! Bitte nicht, bitte! Nein, Julia, nicht dein Tablet. Das wird denen gar nicht weiterhelfen. Die sind sehr unglücklich. Okay, Gott sei Dank. Und ich habe denen angeboten, dass sie vielleicht für ein paar Tage oder Wochen bei uns vielleicht unterkommen könnten. Was? Niemals! Mama, das kannst du nicht antun. Die kommen nicht in mein Zimmer. Jetzt in einem Zimmer? Das wäre kein Albtraum. Ich ziehe in die Garage. Das ist die Hölle. Kinder, jetzt seid doch nicht so. Das ist echt unfreundlich. Wir möchten denen doch helfen. Das ist schließlich ein Teil der Familie. Und untereinander sollte man sich wirklich helfen und sie unterstützen, hm? Aha, wirklich? Hm. Eine Familie, die in einem Schiff lebt und damit unzufrieden ist. Ja, sehr gut, Mama. Julian, wir müssen auf jeden Fall was dagegen tun. Also ich meine, wir könnten tauschen. Wir ziehen aufs Kreuzfahrtschiff und die bei uns ins Haus. Aber nur für 2 Tage, sonst nicht länger. Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwas tun. Irgendwas. Wenn Nils in mein Zimmer kommt, dann bin ich auf jeden Fall raus. Ich schließe meine Tür ab. Oh Mann, das soll die sicherste Base sein? Wobei, ich glaube, ich werde da auch nicht reinkommen. Wie? Niemals! Mit dem Trank klappt das auch nicht. Hm? Wo ist denn die Puppe hin? Die lag doch in der Wiege. Pippi, wo bist du? Ich hätte schwören können, dass du das letzte Mal hier drin lagst, dass ich dich gesehen habe. Wo bist du nur hin? Julian? Was? Hast du meine Puppe gesehen? Oh, Emma, jedes Mal fragst du mich wegen deinen Puppen. Was soll ich mit deinen Puppen bloß machen? Was soll ich mit denen anstellen? Ich spiele nicht mit Puppen. Ich bin auch kein kleines Mädchen. Oh, schade. Jetzt muss ich die weitersuchen. Wo habe ich sie nur? Wenn sie nur wüsste, dass ich die Puppe versteckt habe. Weil ich weiß, von wem sie die ganzen Geheimnisse über mich hat. Ich weiß, dass sie das von der Puppe weiß. Och, Julian, du bist schon wieder am Tablet. Kannst du deine Freizeit nicht irgendwie anders gestalten? Oh, Mama, wieso denn? Ich darf das, hast du gesagt. Oh, Mann, immer kommst du hier rein, wenn ich was mit... Oh, Mann! Julian, jetzt leg doch bitte das Tablet mal beiseite. Ja, gut. Nur für und einen dann... Augenblick. So, ich hab's zur Seite gelegt. Und jetzt, Mama, bist du zufrieden? Kann ich jetzt wieder das Tablet nehmen? Ist es okay? Nein, Julian, das Tablet kann jetzt erstmal da liegen bleiben. Oh, das brauche ich jetzt nicht. Wir könnten uns ja vielleicht mal unterhalten. Komm, setz dich zu mir. Gut, ich sitze, Mama. Und was willst du jetzt von mir wissen? Dass ich wieder... Nee, ich hab gar nichts gemacht. Wir könnten ja vielleicht mal darüber reden, was du später werden möchtest. Du wolltest früher mal Müllmann werden. Das weiß ich noch. Och, nö, Mama. Geht das jetzt in diese Richtung? Da hab ich ja gar keine Lust drauf. Und gleich fragst du mich, in wen ich noch verliebt war. Das interessiert mich wirklich. Och, nee. Hier im Backofen ist sie nicht. Wo kann die denn sein? Pippi, die kann doch reden. Warum antwortet sie nicht? Oder wollte sie vielleicht baden in der Spülmaschine? Nee, das ist eine doofe Idee. Wo kann sie nur sein? Hat sie vielleicht Julian versteckt? Der mag meine Puppen nie. Ach Julian, jetzt hab dich nicht so. Was möchtest du denn werden, wenn du mal groß bist, hm? Ja, so Standardsachen. Also ich wäre gerne Milliardär, dann hätte ich gerne ganz viele Autos und ganz viele Freunde. Aha. Und dass ihr immer bei mir wohnt, ja, und ich glaube eine eigene Toilette. Ja, sowas halt, so Standardsachen. Ach Julian, solche Träume haben wir alle. Aber was möchtest du denn später mal für einen Beruf haben? Vielleicht Feuerwehrmann wie Papa? Nö, das möchte ich ehrlich gesagt nicht so, weil wenn, dann mache ich immer das Feuer. Das finde ich eigentlich viel besser und nicht das Feuer löschen. Aber weißt du, was ich cool finde eigentlich? Wo wir letztens beim Friseur waren, ne? Also so Frisur machen, das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Ach, das ist doch schon mal was. Hast du denn schon mal selber versucht, jemandem die Haare zu flechten oder irgendwelche Frisuren zu machen, zu schneiden, irgendwie sowas? Nein, noch nicht, aber das könnten wir doch machen. Ich könnte doch mal deine Haare stylen oder so. Oder schneiden, das wäre doch mal was. Haare schneiden, umstylen, vielleicht nicht bei mir. Ich war ja letztens erst beim Friseur, aber dein Vater, das wäre doch bestimmt ein guter Kunde, oder? Oh Mann, klasse, super. Ich bereite alles vor. Oh Mann, Julian, der verrückte Friseur. Emma, was machst du da? Ich bin hier unten und suche was. Okay. Hey, bist du da unterm Sofa oder hinterm Tisch? Emma, was wird das? Ich suche dich, komm raus. Martin, ich gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab doch gar keinen Geburtstag, oder? Du bist der erste Kunde. Wie? Du bist der erste Kunde vom verrückten Friseur Julian. Oh, nee, das kannst du vergessen. Du möchtest heute deine Haare machen. Warum denn bei mir? Oh, Claudia, hättest du dich nicht da melden können? Wobei, hat er dich gefragt? Ach, warum sollte Julian denn meine Haare machen wollen?
Der möchte unbedingt die vom Papa machen. Nein! Ach komm schon. Claudia, du kennst doch Julian. Der verpasst mir bestimmt eine Glatze oder so. Und du weißt, kurze Haare stehen mir nicht. Ach Martin, jetzt hab dich nicht so. Ich hab gehört, Julian schneidet deine Haare mit einem Rasenmäher. Das wird schon gut gehen. Oh Mann, langsam verliere ich die Geduld. Wo ist diese Puppe? Wo würde ich mich verstecken, wenn ich eine Puppe wäre? Vielleicht. In der Toilette vielleicht? Nee, hier ist sie nicht. Oh Mann, ich verstehe das nicht. Die war doch in meinem Zimmer und normalerweise redet sie doch auch mit mir. Warum redet sie nicht mehr mit mir? So, okay, Papa. Wir sind jetzt hier in meinem Salon, okay? Also, Herr Vogel, Sie möchten wohl eine neue Frisur, oder? Ach, Julian, das machst du super. Erstmal natürlich ein Gespräch führen mit dem Kunden. Klasse! Es war klar, dass ich wieder darunter leiden muss. Ja, ich möchte eine neue Frisur, bitte. Ja, Herr Vogel, dieser Look steht Ihnen gar nicht. Sie sehen ja aus... Oh Gott, das ist ja ganz, ganz schlimm. Aber was würde Ihnen denn stehen? Vielleicht lange Haare? In Grau? Mit einem Dutt? Das wäre doch was für Sie. Wobei, nee, graue Haare glaube ich nicht. Vielleicht eher sowas in die Richtung... Mit einem schönen Pony! So wie bei Mama, mit einer anderen Haarfarbe. Oh, das wäre eigentlich auch schön. Oder vielleicht doch was Wildes. Sind Sie eher der wilde Typ, Herr Vogel? Dann wäre, glaube ich, diese Frisur was für Papa. Das wird mir ein bisschen zu wild, Julian. Ich bin raus. Danke. Ich glaube, deine Mama möchte eine neue Frisur haben. Oh, Mama, siehst du, keiner will, dass ich Friseur werde. Guck dir das an, Papa ist einfach aufgestanden. Ich habe mir nur ein paar Gedanken dazu gemacht. Und der wollte schon direkt aufstehen. Martin, jetzt setz dich doch hin. Sei doch ein bisschen offener auf, was Julian vorhat. Offen? Hast du gehört, was der mir für Frisuren verpassen will? Nee, da kannst du dich gerne hinsetzen. Julian, deine Mama möchte ganz, ganz gerne. Ach so, okay. Ach so, so war das. Okay. Ja gut, Frau Vogel, dann setzen Sie sich mal hin. Sie sind als nächstes dran. Ach, toll. Also, na gut, wenn es sein muss, dann... Also, Schätzchen, was kann ich denn für dich tun? Also, mir wäre eigentlich Haare waschen ganz lieb. Das können Sie übernehmen. Ja, das mache ich auch auf jeden Fall, Schätzchen. Aber du brauchst auf jeden Fall einen neuen Look. Ich sehe ihn schon vor mir. Mit langen Haaren, ein bisschen moderner, nicht so alt wie jetzt. Weil jetzt würde man denken, du bist eine Oma oder so, Schätzchen. Deswegen. Oder wie wär's nochmal mit so einer Haarfarbe wie bei mir? Das würde dir, glaube ich, auch stehen. So ein knalliges Rot mit einem schönen Zopf. Ja, das wäre, glaube ich, auch was für dich, Claudia. Wobei, wenn ich mir jetzt dein Gesicht so ein bisschen anschaue... Ich glaube, eine kurze Frisur würde dir auch stehen. Ja, ich sehe schon in meinem Kopf so eine Frisur wie bei Papa, aber nur in einer anderen Haarfarbe. Ja, das wäre super. Das machen wir, Mama. Ich schneide mal deine Haare. Julian, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du lässt meine Haare in Ruhe. Weg mit der Schere. Oh, toll. Das war sowas von klar. Da hat man mal ein paar tolle Ideen und schon sagt man, nee, danke. Oh, super. Wobei, wenn ich drüber nachdenke, letztens, wo ich mir meine Haare rasiert habe, das sah eigentlich auch nicht so schön aus. Also vielleicht ist Friseur doch nicht so der richtige Beruf für mich. Ah, da bist du ja! Pia, hast du meine Puppe geklaut? Lass sie sofort los! Pia hat die bestimmt nicht geklaut, aber das war bestimmt Hanna. Warum klaut die meine Puppe? Die kann was erleben. Ach, Pia, bald ist ja Weihnachten und da kann man sich ja was wünschen, aber ich bin schon wunschlos glücklich. Mein einziger Wunsch war immer, ein eigenes Haustier zu haben. Und jetzt habe ich ja dich und du bist so zuckersüß und so weich. Ich könnte dich den ganzen Tag knutschen und knuddeln. Hanna, sag mal, ich wollte dich was fragen. Hanna, was machst du denn da mit Pia? Hä, warum denn, Emma? Pia und ich schmusen nur. Ich habe ihr einen Schmatzer gegeben. Ach so, ich dachte, du beißt sie. Ich wollte eigentlich fragen, ob wir nicht zusammen einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann schreiben wollen. Einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann? Ich wüsste nicht, was ich mir wünschen soll. Obwohl, vielleicht ein zweites Kaninchen, was so ist wie Pia, damit Pia noch eine Freundin hat. Okay, also ich hole jetzt schon mal Zettel und Stift und dann kannst du das alles aufschreiben, weil ich kann auch nicht schreiben. Oh, ich muss mir wirklich überlegen, was alles auf den Zettel soll. Ich habe so viele Ideen. Und ich hoffe auch, dass Hanna alles aufschreiben kann, was ich mir wünsche und dass der Weihnachtsmann das auch versteht. Emma, wo willst du denn mit den ganzen Sachen hin? Du kannst ja überhaupt nichts sehen. Ach, jetzt sind die mir auch noch runtergefallen. Mama, das ist doch das Papier und das Stift für den Weihnachtswunschzettel für den Weihnachtsmann. Hanna schreibt alles auf, was wir uns wünschen. Ach, das ist ja eine super Idee. Dann, ich würde sagen, ich trage die Sachen hoch. Nicht, dass du mir damit noch auf der Treppe stürzt. Da bin ich ja echt mal gespannt, was sich die Kinder so wünschen. Aber so wie ich sie kenne, sind sie super kreativ. Ich wünsche mir... ganz viel. Ach Mama, möchtest du dir auch vom Weihnachtsmann was wünschen? Sollen wir auch deine Wünsche mit aufschreiben?
Ach nein, nein, ich bringe nur Zettel und Stift vorbei, damit ihr anfangen könnt. Mama, das kannst du da hingehen und dann brauchen wir unsere Ruhe. Das kann nämlich eine ganze Weile dauern. Alles klar, ich bin dann unten und vergesst nicht aufzuschreiben, dass ihr schönartig und brav gewesen seid, hm? Dann gibt's vielleicht auch noch ein oder ein anderes Geschenk mehr. Ja, machen wir, Mama. So, Pia, du musst jetzt erstmal zurück in deinen Käfig. Du kannst ja nicht schreiben, sonst würdest du mir ja sicher helfen. Okay, Emma, mit was sollen wir anfangen? Du kannst ja als allererstes mal deinen Wunsch aufschreiben mit dem zweiten Kaninchen. Damit können wir anfangen. Also, ich bin Hanna und ich bin super brav und ich wünsche mir ein zweites Kaninchen. Oma habe ich das ja letztens schon gesagt und die wollte mir keins schenken. Vielleicht macht das der Weihnachtsmann. So, das war jetzt mein Wunsch und jetzt kommt deiner, Emma. Was wünsche ich mir denn? Oh, das ist gar nicht so einfach. Jetzt muss ich mich auch noch entscheiden. Ich wünsche mir ein Pony. Und ich wünsche mir einen Hund. Und dann wünsche ich mir noch ein Hochbett, so eins wie Hanna hat, mit einer pinken Treppe und auch mit Blumen. Ich wünsche mir ein eigenes Haustier, kein Kaninchen, aber ein Meerschweinchen mit Stall. Ich wünsche mir ganz viele Bücher. Solche hier zum Beispiel. Und auch Bücher zum Ausmalen, Malbücher, genau. Und ich wünsche mir so einen Teppich für mein Zimmer. Oh Emma, das sind aber viele Wünsche. Ich habe schon alles aufgeschrieben. Aber manche Sachen kannst du dir doch auch einfach von mir ausleihen. Wenn du die Bücher lesen möchtest, nimm sie dir doch. Nein, es geht doch um meine Wünsche, was ich mir wünsche. Und das soll der Weihnachtsmann mir geben, nicht du. Weiter geht's. Ich wünsche mir so ein Radio, wo Musik rauskommt, damit ich tanzen kann. Und dann wünsche ich mir noch einen Laptop, damit ich immer meine Videos gucken kann und meine Cartoons. Und dann wünsche ich mir noch so einen Schreibtischstuhl und auch einen Schreibtisch, weil den brauche ich viel später für die Schule. Und ich wünsche mir vom Weihnachtsmann lange Haare, damit ich einen Zopf machen kann, so wie du, Hanna. Ich weiß nicht, ob der Weihnachtsmann lange Haare schenken kann, Emma. Außerdem hast du jetzt schon echt viele Wünsche. Der weiß ja gar nicht, was dir besonders wichtig ist. Du hast, glaube ich, ein bisschen zu viel schon. Aber wenn du mich darum bittest, dann schreibe ich das alles auf. Guck mal, wir haben schon 2 Seiten voll. Ich bin aber noch lange nicht fertig mit meinem Wunschzettel. Komm mit, Hanna. Oh, ich glaube, Emma legt jetzt erst richtig los. Ja, komm ja schon. Also, was ich auf jeden Fall auch brauche, ist so ein Spiegel für mein Zimmer, damit ich immer weiß, wie ich aussehe. Und dann gehen wir erstmal in Julians Zimmer. Da ist bestimmt auch noch irgendwas, was ich unbedingt haben muss. So ein Tablet zum Beispiel. Das ist immer schön. Da kann man auch im Bett spielen, wenn man will. Und ein Smartphone, das brauche ich auch. Wenn ich mal unterwegs bin, damit ich Mama anrufen kann. Hey, sag mal, was wollt ihr hier? Habe ich irgendeine Einladung verschickt oder von der ich nichts weiß? Ach so, Julian, wir schreiben gerade einen Zettel an den Weihnachtsmann mit all unseren Wünschen zu Weihnachten. Guck mal, Julian, und Emma hat mächtig übertrieben. Schon 3 Seiten voll und davon ist nur ein Wunsch von mir und der Rest komplett von Emma. Wow, wie viel ist das denn? 3 Seiten? Oh Mann, so viel würde ich auch gerne haben. Oh, krass. Oh, Julian, tu doch nicht so, als ob du lesen könntest. So wie du da stehst, sind die Buchstaben falsch rum für dich. Ist doch egal, ob ich schon lesen kann oder nicht. Ich kann schon einige Wörter lesen, aber jetzt nicht alle hier und so auch nicht. Aber du kannst für mich was aufschreiben, und zwar ein Snowboard, bitte. Oh, sowas möchte ich auch, so ein Snowboard. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber das möchte ich auch haben. Okay, alles klar, kommt dazu. Julian wünscht sich ein Snowboard und in Klammern Emma auch. Oh, und mir fällt da noch was ein. Ich hatte letztens da was gesehen. So ein Cross-Motorrad. Mit dem kann ich dann über die Berge fahren. Das wäre super. Kinder, macht euch bitte langsam Bett fertig. Es ist schon spät. Okay, Cross-Motorrad habe ich auch aufgeschrieben. Und den Führerschein, wünscht ihr den dann auch direkt mit dazu? Ja, wieso denn nicht? Habt ihr gehört, Mama hat gerufen. Dann lass uns morgen damit einfach weitermachen. Ich nehme den Wunschzettel mit in mein Zimmer. Und wenn euch noch was einfällt, kommt einfach vorbei. Aber jetzt wird erstmal geschlafen. Bis morgen. Hey, psst. Hanna, bist du wach? Mir ist noch was eingefallen für Weihnachten. Hey. Oh, Julian, was willst du? Es ist doch mitten in der Nacht. Warum schläfst du nicht? Hey, du, ich hatte noch was gesehen. Es gibt so ein neues Bundle für PlayStation mit ganz, ganz vielen Spielen. Und da ist wohl auch so ein altes Spiel, Crash Bandicoot, dabei. Das würde ich auch gerne spielen. Oh ja, das möchte ich auch spielen. Ich habe auch noch ein paar andere Wünsche, die du aufschreiben sollst, Hanna. Hast du gehört? Oh, raus aus meinem Zimmer. Ich will weiter schlafen. Und als ob der Weihnachtsmann euch das alles gibt. Der ist doch kein Millionär. Und so brav wart ihr auch nicht. Kinder, seid ihr alle bereit? Wir wollen doch los. Hallo, wo seid ihr? Wir wollen los. Also vor 5 Sekunden saß doch auch Martin hier noch. Wo ist er denn hin? Martin! Oh, einkaufen für den Winter drauf habe ich jetzt sowas von keine Lust. Aber ich habe auch keine anderen Winterklamotten. Das wird ja super. Hallo Mama,
Da bist du ja. Wo sind denn die anderen? Wir wollten doch los. Ja, ich freue mich auch schon total. Winterklamotten shoppen. Ich hol die anderen. Papa, wir wollen doch los. Winterklamotten ja, einkaufen. Natürlich. Ja, klar, Schatz. Ich weiß. Julian? Julian, ich sehe dich doch. Du bist doch da oben. Komm schon, wir wollen doch los ins Einkaufszentrum. Julian ist nicht da. Nein, keiner ist da. Komm schon, Julian, ich hab dich gesehen. Versuch später wieder. Hallo, Emma. Anna. Mama hat uns doch schon gerufen. Wir wollen doch los ins Einkaufszentrum. Ach so, jetzt? Mama hat schon bestimmt 5-mal gerufen, Emma. Komm. Und ich hab das gar nicht gehört. Oh, Julian, du bist ja immer noch da oben. Komm runter, wir wollen los. Ich habe sowas von keine Lust heute, aber sowas von keine Lust. Aber ja, gut, ich komme schon mit, ich muss ja mitkommen. Da seid ihr ja endlich. Emma, Hanna, Julian und Papa. Dann können wir ja endlich los. Oh, ich freue mich riesig. Ich liebe Shoppen. Das wird ein toller Nachmittag. Schaut doch mal die tollen Mützen an, in so vielen unterschiedlichen Farben. Oh, klasse sind die. Hallo, wo seid ihr denn? Also Emma, also das sind hier Skier, die beiden Dinger. Das ist ein Snowboard, das was du dir auch gewünscht hast und was ich mir auch gewünscht habe. Ich hoffe, ich bekomme so eins. Ach so, ja, unsere Weihnachtsgeschenke. Cool. Also da stellt man sich einfach jetzt so drauf, das ist fast wie so beim Skateboard. Ne? Und dann kann man den Berg runterfahren. Oder wow. Ja, das ist richtig cool. Kinder, ich habe gerade mit euch geredet, aber ihr seid anscheinend total anders beschäftigt. Ach, mir hört keiner zu. Guck mal, Papa, ist das nicht lustig? Der passt dir, glaube ich, nicht, oder? Ich kann es ja mal versuchen. Und, wie sehe ich aus? Oh, das sieht richtig toll aus, Papa. Ja, steht dir gut. Okay. Also ich glaube, ich stehe vollkommen alleine hier. Selbst Martin interessiert sich überhaupt nicht für die Winterklamotten. Ja, Claudia, ist schon gut. Wir kommen schon. Oder ich komme alleine, je nachdem, ob die Kinder Lust haben. Also ich habe schon mal was Schönes für mich entdeckt. Ich werde es direkt anprobieren. Die anderen können ja noch mal schauen. Du, Claudia, Schatz, ich bin hier vor der Kabine. Ich warte auf dich einfach. Ist gut, Martin. Ja. Und, was habe ich dir gesagt, Emma? Richtig cool, oder? Oh, super. Papa, guck mal, Papa! Kinder, seid vorsichtig. Oh, ist das ein Snowboard? Oh, darauf hätte ich auch mal ziemlich Lust. Kinder, lass mich mal drauf. Wie kriege ich die denn da weg? Kinder, schau mal. Ist das nicht der neue Schlitten 3000 oder wie die Dinger heißen? Schaut euch das mal an. Oh, das ist fast so einer, wie wir auch zu Hause haben. Papa, können wir den auch mitnehmen? Dann kann man die so verbinden. Ja, dann hat man einen großen Schlitten. Tada! Oh, ich sehe schon, Martin ist wieder abgelenkt. Die Kinder beschäftigen ihn einfach die ganze Zeit. Schaut doch mal mein Outfit. Hallo! Ah, toll siehst du aus, Schatz. Sehr, sehr gut. Steht dir richtig. Also ich finde auch, das steht mir ausgesprochen gut. Ist gekauft. Hanna, kommst du dann als nächstes? Oh, diese Helme finde ich total gut. Hanna! Wenn man dann Ski fährt. Mama hat mich gerufen. Schicker Pulli, Mama. Schön. Hanna, für dich habe ich auch schon ganz tolle Wintersachen rausgesucht. Ab in die Kabine mit dir. Liegt schon alles bereit. Okay, danke. Und, Mama? Wie gefällt dir das denn? Ich find's super. Steht dir richtig, richtig toll. Die Stiefel sind richtig schön warm. Und wenn du möchtest, Hanna, kannst du dir gerne noch eine passende Mütze aussuchen. Vielleicht in Rot. Papa hat so einen tollen Helm auf. Ich möchte auch so einen haben. Dann sehe ich aus wie ein Bergarbeiter. Ich find Rot gut. Und du, Mama? Passt gut zu den Handschuhen und auch zu den Stiefeln. Super. Also für uns beide haben wir jetzt schon was gefunden. Aber was ist denn mit den anderen? Julian? Emma? Oh, da hinten ist ja auch noch ein Schlitten. Oh Mann, den will ich hier mir aber auch noch. Hier, junger Mann, Julian. Nee, da hinten ist auch noch einer, Mama. Die Klamotten warten auf dich. Julian, für dich habe ich auch schon was ganz, ganz Tolles rausgesucht. Ja, wahrscheinlich wieder so richtig gut, wie ich dich kenne, Mama. Ach, klasse siehst du aus, Julian. Nee. Ich ziehe das auch direkt wieder aus. Das sieht gar nicht schön aus. Warum möchte ich das denn nicht? Nein, ich möchte das nicht. Lass dich doch mal sehen. Nee. So darf mich keiner sehen. Weißt du, wie peinlich das ist, wenn hier jemand aus meiner Kita ist? Oh Mann, die machen sich sowas von über Ach, mich Quatsch. Lustig. Nee. Guck mal, Papa, wie ich aussehe. Oh. Ich habe auch eine neue Mütze. Sehr schick. Und fällt dir irgendwas bei mir auf, Hanna? Was hast du denn hier zu meinem Helm? Oder was meinst du zu dem hier? Ich finde den eigentlich auch schön. Papa, du siehst aus wie so ein Bauarbeiter oder ein Bergarbeiter. Toll! Oh Mama, das ist sowas von peinlich, wenn mich jetzt jemand damit sieht, ne? Oh, diese Farben und diese Schuhe, ich möchte diese Schuhe nicht. Das sind so richtig hässliche Winterschuhe, die hätte Papa immer an. Und dann dieser Pullover hier, was ist das? Ein Hund oder was? Der sieht aus wie ein Hund. Wer hat denn einen Pullover mit einem Hund drauf, bitte? Wie bitte? Was? Hat hier jemand Pullover mit Hunden drauf? Oh, das wäre was für mich. Also tut mir leid, Mama, aber diese Schuhe und diese Hose will ich auf gar keinen Fall. Also da bleibe ich lieber bei meinen alten Klamotten und also bei meiner alten Hose. Die grüne Hose ist viel cooler und das Oberteil ziehe ich auch aus. Also dir wäre es wohl am liebsten, wenn ich sowas hier anhätte, oder? Julian. Wie so eine Winterprinzessin, ne? Ach, und du holst immer so hässliche Klamotten, Mama. Oh, Julian, wie du aussiehst. Richtig schön. Hässlich. Mama, was? Kann Nein. ich auch sowas haben, bitte? Ach Emma, so ein Prinzessinnenkostüm, das wird's nicht ganz. Aber ich habe dir schon schöne Sachen rausgelegt. Zum Beispiel so eine Mütze, wie Julian gerade hatte. Probier das mal an.
Ich weiß nicht, das sieht irgendwie komisch aus, Mama. Ich sehe aus wie ein Baby. Aber na gut, ist ja nur für den Winter. Aber schön warm sind die Klamotten. Und wenn ich dann mit meinem Snowboard fahre, dann sind die Klamotten besonders gut. Dann friere ich nämlich nicht. Aha, Emma, wie siehst du denn aus wie ein Baby? Nein! Hanna, bist du das? Ich dachte, du wärst jetzt jemand anders. Du siehst ja komisch aus. Was ist das für Klamotten? Julian, du das ist doch der Richtige mit dem Hundepulli. Mama, ich muss das. Kinder, ihr seht alle richtig, richtig schick aus in euren neuen Klamotten. Klar, mir natürlich. Gefällt das gut. Nur weil du dir ja deine eigenen Klamotten selbst ausgesucht hast. Julian, jetzt werd nicht frech. Aber einer fehlt auch noch. Wo ist denn Papa? Ach, der läuft hier bestimmt hier irgendwie wieder die Gänge mit dem Helm rum. Hey, Claudia, Kinder, ich bin schon längst fertig. Wo bleibt ihr denn? Ach, dann hat das doch ganz gut geklappt, oder? Familie Vogel ist jetzt endlich winterfest. Das war's hier mit dem Wintershopping. Also ich hoffe, dass das bis nächstes Jahr reicht. Hey, hey Julius, ich bin hier. Los, spiel den Ball. Okay, Ann-Kathrin, lauf ruhig vor, ich schieße. Okay, hier, Julius, kommst du so weit? Was ist das hier denn nur für ein Lärm? Diese Kinder. Okay, Ann-Kathrin, ich schieße gleich. Moment. Oh Mann, der kommt total in eine falsche Richtung. Julius, die Tür. Oh Mist. Oh, das war knapp, aber ist ja nichts passiert. Das Ding ist trotzdem noch angekommen. Eine Frechheit! Wer hämmert hier gegen meine Tür? Warst du das? Oh, Backe, ich dachte, hier wohnt keiner mehr. Mann, lauf! Ah! Ann-Kathrin, lauf! Ja, verschwindet lieber! Wenn ich euch noch einmal erwische, dann gibt's richtig Ärger. Ich hatte heute Morgen Zwiebeln und ich hab mich den Mundgeruch. Ist denn noch alles in Ordnung hier an der Tür? Sonst muss ich die Versicherung anrufen. Und ihr kommt nie wieder! Sonst weiß ich nicht. Ich glaube, ich sollte wieder rein. Es ist ja riesig kalt. Wo war ich denn stehen geblieben? Irgendwas habe ich ja noch gemacht. Ach ja, natürlich. Mein Zwiebeltee und die Suche nach einem Job. Oh Mann. Warum ist dieser Computer nicht an? Ach so, einfach nur auf eine Taste drücken. Es gibt einfach keinen Job für mich. Was ist das denn? Was? Eine Partnersuche? Ob das was für mich wäre? Finde dein Monster.org. Und hier muss ich eine Umfrage starten, okay? Bin ich alleine? Ja, das bin ich. Wünschen Sie sich einen festen Partner an Ihrer Seite? Aber natürlich, was ist das für eine dumme Frage? Lieben Sie Spaziergänge am Strand? Nein, auf gar keinen Fall. Da ist alles so sandig und ich kriege nichts aus meinen Klamotten. Und das letzte Mal habe ich gebadet vor 300 Jahren. Alle Fragen beantwortet, ob ich jetzt mein Monster finden werde? Und jetzt heißt es wohl warten. Wer wagt es, mich zu wecken? Oh, das Telefon. Ich komme. Wo habe ich das Ding denn hingetan? Ja, ich komme. Ach, das ist ja gar nicht die Klingel. Ja, hallo, Molly hier? Wie bitte? Sie haben schon jemanden gefunden? Klasse. Wie bitte? Sie haben schon ein Blind Date organisiert für heute? Ich schau mal in meinen Terminkalender. Wobei, ich habe nichts zu tun, ich komme. Ich habe ein Blind Date. So aufgeregt war ich das letzte Mal vor 250 Jahren. Ob ich meine Zähne putzen sollte? Und ob ich wohl Mundgeruch habe? Wow, also das stinkt ja ziemlich. Aber so muss es sein. Ich bin so aufgeregt. Wie sollte ich mich nur verhalten? Wie ein Monster? Nein, also nicht wie Molly das Monster. Ich weiß, ich bin so aufgeregt. Also hier treffen wir uns in der Eisdiele von Playboy City. Zum Glück sind wir alleine. Also mit dem Verkäufer. Du da! Was glotzt du so? Entschuldigung, ich arbeite hier. Kann ich Ihnen schon was bringen? Ein Cappuccino, aber flott. Und wenn Sie es haben, Zwiebelsirup. Also Cappuccino mache ich Ihnen gerne, aber Zwiebelsirup? Ich glaube, sowas haben wir gar nicht. Haben wir noch nie gehabt. Einmal Ihr Cappuccino dann bitte. Und was glotzt du jetzt so?
Ich frage mich nur, was so eine wunderschöne Frau wie Sie hier alleine so macht. Ich bin nicht wunderschön. Ich bin schrecklich. Aber ich bin auch gleich nicht mehr alleine. Ich habe ein Blind Date. Oh, da kann sich Ihr Blind Date aber glücklich schätzen. Was für eine umwerfende Frau. Ah, nennt der Typ mich einfach hübsch. Ich bin schrecklich. Ich bin Molly, das Monster. Aber wo bleibt denn mein Date nur? Also ich glaube, hier muss es sein. In der Eisdiele hieß es ja. Da bin ich ja mal gespannt, was mich erwartet, was für eine Frau. Und da ist sie auch schon. Oh, ich bin zu spät. Aber das ist doch... Molly, was machst du denn hier? Frankie, was willst du denn hier? Ich hab hier ein Date. Zieh Leine. Musst du niemanden erschrecken? Ich hab auch ein Date. Wie bitte, was? Wobei, ich sehe gerade, Frankie, du siehst ja sehr, sehr anders aus. Diese Frisur. Wenn ich dich so sehe, mit der neuen Frisur, das ist ja monströs. Also, Frankie, ich kann ja gar nicht mehr woanders hinstarren, wie du aussiehst. Molly, danke für die vielen Komplimente, aber du machst mir ein bisschen Angst. Ach, warum habe ich jetzt so ein Kribbeln am Bauch? Ich habe doch gar keine Blähung heute. Es fühlt sich an wie Schmetterlinge. Bin ich etwa verliebt? Oh, was ist das? Oh, wo bin ich? Oh, das ist ja der Wecker, aber nicht meiner, sondern von Hannelore, meiner Frau. Oh, warum hat sie den denn angelassen im Schlummermodus? Oh, ich hasse das. Hannelore, kannst du nicht dein Wecker... Hannelore, wo bist du denn? Oh, jetzt muss ich den Wecker hier ausmachen. Oh Mann, Frühsport, das tut mir gar nicht gut. Es ist ja schon 8 Uhr, aber wieso ist denn Hannelore weg? Das ist doch sehr, sehr ungewöhnlich. Na, wobei, vielleicht bereitet sie auch ein leckeres Frühstück für uns vor. Oh, das wäre sowas von fabelhaft. Hannelore hier. Oh, hier ist sie auch nicht. Und was liegt denn da auf dem Tisch? Oh, das ist ein Brief. Von wem? Ach, von Hannelore. Die schreibt mir doch sonst nie Briefe, sondern schreibt mir nur über ihr Handy. Anscheinend ist sie in der Stadt und will einkaufen und... Sie hat meine Kutsche genommen. Och, nö. Also das finde ich jetzt nicht schön. Sie hätte mich wenigstens um Erlaubnis fragen können, aber dann hätte ich ihr es sowieso nicht erlaubt. Oh, das ist jetzt sehr, sehr doof gelaufen. Oh, dieser Morgen, der ist einfach sowas von schrecklich. Aber zumindest habe ich hier meinen heißen Kaffee. Danke, Hannelore. Das hat sie ja sehr, sehr gut gemacht. Oh, der ist ja eiskalt. Und ich mag keinen Eiskaffee, besonders jetzt nicht hier im Winter, wo ich arbeiten muss. Oh nein. Oh, naja. Dann hole ich mir irgendwo was beim Drive-In-Schalter. Unterwegs. Ich sollte mich mal langsam anziehen. Womit fange ich denn am besten an? Natürlich mit meinem Hut, der so groß ist, dass ich durch keine Tür mehr passe. Oh Mann. Mein Hals tut schon mächtig weh. Und mein Umhang darf natürlich auch nicht fehlen. Denn es ist sehr, sehr kalt draußen momentan. So, und dann als letztes noch mein Stab. Also, das sage ich immer. Weil keiner weiß, dass das meine Gehhilfe ist. Muss ja auch keiner wissen. Nun gut, dann will ich mal los. Oh nein, dieses Lametta. Da wäre ich ja fast schon hingefallen. Oh, Hannelore. Oh, hier herrscht nur das Chaos. Und dabei habe ich schon so viel zu tun. Morgen ist mein großer Tag, der Nikolaustag. Da muss ich noch einiges vorbereiten und einkaufen. Ich möchte ja nicht, dass die Kinder leer ausgehen. Oh, das wäre das Chaos pur. So, jetzt aber schnell. Wo ist denn meine Kutsche? Oh nein, stimmt ja. Hannelore hat meine Kutsche. Och nein. Oh nein. Jetzt muss ich wirklich ihre Prinzessinnenkutsche nehmen. Aber das passt doch nicht zum Nikolaus. Es geht aber nicht anders. Ich muss mich beeilen. Oh, ob das so standesgemäß für mich ist? Also ich hoffe, mich sieht keiner und macht Fotos. Oh Mann, das wäre sehr, sehr schlimm. Und das ist so eine Cabrio-Kutsche. Hier ist ja alles offen. Mir ist so kalt. Naja, gut. Dann wollen wir mal los, du flauschiges Pferdchen. Hopp, hopp. Na los, auf was wartest du? Wir müssen zum Süßigkeitenladen. So, wir sind schon da. Hallo, du da vorne. Stopp. Brrr, stopp. Also wenigstens war die Prinzessinnenkutsche schnell. Also das war sehr, sehr gut. So, jetzt noch meinen Einkaufskorb holen. Und dann kann die Shoppingtour hier beginnen. Also ich hoffe mal, dass noch ein paar Süßigkeiten da sind. In den letzten Jahren, da wollen die Eltern immer die Schuhe voll machen, aber das mache ich doch. Guten Tag, ich bin's mal wieder. Grüß dich. Ach, guten Tag, der Nikolaus. Ich habe Sie schon sehnsüchtig erwartet. Ich habe extra mein ganzes Sortiment aufgestockt.
Wir haben ganz, ganz viele Sachen für sie da. Mal sehen, wie das heute läuft. Die letzten Jahre hat er meinen ganzen Laden leer gekauft. Oh, und wie lecker das hier wieder aussieht. Haben Sie toll gemacht, haben Sie sehr gut vorbereitet. Ich glaube, ich nehme einmal alles. Also hier diese Lebkuchenplätzchen oder diese Lebkuchenmänner, die sehen ja zum Anbeißen aus. Davon bitte einmal alles. Und natürlich auch die Lebkuchenherzen, die haben wir letztes Jahr vergessen. Oh, wie schlimm das nur war. Oh, und ich sehe, Sie haben die Schokokugeln wieder reinbekommen. Sehr, sehr gut, die nehmen wir natürlich auch. Oh, und ich sehe, Sie haben was Neues im Sortiment. Die Kekse da hinten. Davon nehme ich auch, ein oder zwei. Nein, alle. Ich nehme alle. Und dann bitte einmal diese Schokoschneemänner, bitte. Danke. Da wollen Sie aber wieder einiges haben. Das freut mich natürlich. Haben Sie denn auch irgendwas, wo ich das alles reintun kann? Ja, natürlich. Ich habe mal wieder meinen Einkaufskorb. Mit dem können Sie bis oben voll machen. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber das ist doch gar nicht noch. Das ist doch noch gar nicht alles. Sie haben doch noch viel mehr bestellt. Ach, wirklich? Kein Problem, kein Problem. Ich habe noch einen großen Sack bei mir in der Kutsche. Also manchmal glaube ich, dass der Nikolaus auch viele Sachen für sich selber kauft. Der isst bestimmt auch gerne Süßigkeiten. Das hat mir seine Frau Hannelore im Vertrauen erzählt, aber pssst. So, das wär's dann? Ja, das wär's, glaube ich. Wobei, da sehe ich ja noch was. Und die sehen ja sehr, sehr lecker aus, diese, sind das Pfefferminzplätzchen? Davon bitte auch ein paar. Ja, genau, die Pfefferminzplätzchen, sehr beliebt. Die kleben so schön in den Zähnen, das kriegt man gar nicht raus. Ja, die Kinder, die mögen das, diese Pfefferminzplätzchen nicht wirklich, aber den Spaß erlaube ich mir immer wieder.